meine lieben Kreativen. Ich habe heute ein Unboxing für euch. Und zwar habe ich Post bekommen von der lieben Sub Diamond. Ja, guckt mal, da ist das gute Stück. Da hatten wir schon Angst gehabt, dass das nicht richtig ankommt. Ja, aber es ist da. Es kam heute. Und ich gucke direkt rein. Ja, ich bin nämlich so gespannt und deswegen muss das unbedingt heute noch aufgemacht werden. Ich mache es auch extra vorsichtig, weil ich weiß nicht, was sie eingepackt hat. Das soll eine Überraschung sein und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, und Micha, wenn du jetzt da irgendwas siehst, du bist bitte leise. Ich möchte gern selber gucken. Der Micha steht nämlich gerade hier gegenüber von mir. Ich habe nichts gesagt. So. Sehr gut verpackt, muss ich sagen. Ne, Madame? Gelernt bei Micha, wa? Learning by doing. So, ich würde sagen, wir machen sie jetzt einfach mal auf. Und ich bin so, so gespannt, was da drin ist. Ja, ich sehe auf jeden Fall schon mal Luftpolsterfolie. Wir gucken einfach mal rein. Ich bin wirklich total gespannt. Und die hat alles schön verpackt. Oh, bist du süß. Oh, bist du süß. Ganz viel hier schön verpacktes. Damit du auch weiterhin den Durchblick behältst. Ah, auch noch so süße Nachrichten dran. Das ist ja sweet. Oh, da muss ich. Ich muss jetzt erstmal gerade alles rausholen und dann gucke ich mir das mal an. Da ist wohl auch etwas für Micha und für Alina bei. Ordnung muss sein. Ich hole es einfach mal alles raus und auch schön vorsichtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas kaputt mache. Oh. Sub, was machst du hier mit mir? Und es riecht gut. Also, ja. Also irgendwas riecht hier ganz toll. Da muss ich jetzt gleich mal gucken hier. Echt mal. Okay, für Micha ist die Briefmarke. So, wir holen das jetzt gerade einfach alles mal hier raus. Und dann gucken wir mal. Also, wie gesagt, sie hat da richtig tolle Nachrichten drauf geschrieben. Und es ist ganz süß alles verpackt. Das ist ja so sweet. Das ist ja sowas von süß. Du bist doch verrückt. Hier ist noch mehr und überall kleine Zettelchen dran und hier auch so große Sachen. Ich bin am Überlegen, womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, die großen Sachen heben wir mal auf. Wir starten jetzt erstmal mit dem kleinen, also mit dem roten Organza-Säckchen, was ich hier habe. Da gucken wir mal, was sie da drin hat. Was pustest du hier rum? Ach, da ist ein Haar. Ja, passiert. Ja, da hat sie hier Tee reingetan und Badekristalle. Badekristalle sind immer gut. Ich liebe so Sachen. Oh, ich liebe sowas. Dann gucken wir jetzt gerade erstmal, was sie da geschrieben hat. Sie hat geschrieben, du hast es dir verdient. Oh, das ist süß. Ja, so ein bisschen Entspannung muss ja auch sein, ne? Gerade nach einem harten Arbeitstag. Ja, was hast du denn hier eingepackt? Strawberry Cheesecake. Da bin ich schon mal gespannt. Oh, ich liebe ja so Sachen. Hier, Winterglanz, Früchtetee mit Kirsche-Marzipan-Geschmack. Aha. Und Sweet Kiss. Sweet Kiss ist immer gut, den lieb ich. Der ist so klasse. Und wie gesagt, die Badekristalle, wo drauf steht, hab dich lieb.
Ja, ich hab dich natürlich auch lieb, meine Süße. Das ist ja total süß. So, ich packe das jetzt erstmal wieder hier rein, damit auch nichts verschütt geht. So, mit Zettelchen. Gut, dann haben wir das Erste. Dann gucken wir mal hier. Würde ich das erstmal nehmen. Für dein Projekt. Für wen? Für welches Projekt? Für mein Projekt. Warte. Wir machen das jetzt mal auf hier. Wir gucken mal rein. Für mein Projekt. Bist du denn des Wahnsinns? Ja, da hat sie mir Perlen eingepackt. Wie geil ist das denn? Die sind ja mal cool. Guckt euch mal die tolle Farbe an. Hammer! Und da direkt 3 Stück von. Boah. Die sind ja mal der Oberhammer. Ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist echt der Burner. Oh. Ja, ich habe so einige Projekte laufen aktuell. Mhm. So, dann gucken wir mal gerade hier. Gucken wir mal hier rein. Damit du niemals den Halt verlierst, weder beim Painten noch beim Sticken. Aha. Gucken wir mal rein. Auch wieder ganz süß verpackt in so kleinen Organza-Säckchen. Das ist ja süß. Was ist denn? Haha, ich weiß es. Ist auf jeden Fall was Magnetisches, weil das pappt nämlich hier zusammen. Gucken wir mal rein. Boah, wie hast denn du das hier zusammen gemacht? Das kriege ich ja noch nicht mal so per Hand auf. Muss ich direkt mit der Schere dran. Hast aber sehr gut verpackt, ha? Beim Meister gelernt. Ja, aber echt, ey. Beim Meister gelernt. Mal. Hä? Und noch mal verpackt. Oh mein Gott, wie süß. Das sind doch die Folienmagneten, die du letztens gezeigt hast. Oh, ein pinkes Blümchen. Das ist ja cool. Das sind die von Heidi, gell? Die werde ich direkt mal testen, weil die sind schön flach, muss ich sagen. Also, da seht ihr das? Die sind echt extrem flach. Gucke ich mal gerade weiter. Boah, hier duftet es, ey. Also, irgendwas duftet hier ganz dolle. Da muss ich gleich mal gucken. Also, irgendwas duftet hier ganz doll. Boah, Savi, was hast denn du für Tesa? Kriegt man kaum auf. So, ich reiß das jetzt einfach auf, weil ich bin jetzt neugierig, was da drin ist. Oh, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Oh, ist das süß. Das ist noch ein Folienmagnet und zwar mit 2 Katzen, die kuscheln. Guckt mal, sind die nicht süß? Ich lege euch mal gerade beide hier hin auf meine Hand. Guckt mal. Oh, die sind echt süß. Ja, vielen, vielen lieben Dank dafür, meine liebe Sap. Da machst du mir auf jeden Fall echt eine Freude mit. Also, das ist echt der Hammer. So, ich lege das jetzt gerade hier rein. Also das Wackeln war gerade der Kater, das war nicht ich. Das ist ja süß. So, ich packe das mal gerade wieder hier rein. Nein, Balu, das ist meins. Dann gucken wir mal hier. Für die süße Alina-Maus. Ja, die ist jetzt gerade draußen. Da werde ich dir dann so ein kleines privates
Video zuschicken. Das werde ich ihr dann gleich geben, wenn sie wieder da ist. Ich zeige es euch aber gerade mal. Und zwar ist das ein Lama-Schlüsselanhänger. Der ist ja cool. Ja, wie gesagt, ich packe das jetzt hier gerade wieder rein. Das ist ja für die Alina. Dann darf die Alina das auch angucken, wenn sie gleich wieder drin ist. Und dann schicke ich dir dann ein kleines privates Video. Sag mal, Katze. Genau, das lege ich auch mal gerade zur Seite. So. Sag mal, du lässt echt nicht locker, Katze, wa? Ja. So, da hat sie hier geschrieben, damit du auch weiterhin den Durchblick behältst. Okay. Das kann jetzt alles sein. Also eine Brille ist es definitiv schon mal nicht. Nee, da müsste ich erst zum Optiker. Aber meine Brille ist noch relativ neu. Jetzt kommt der von da unten, der Kater. Also der lässt echt nicht locker. Jetzt kommt er hier über die Spüle gekrabbelt. Gucken wir mal. Saab, du bist echt verrückt. Du bist doch plemplem. Du hast mir jetzt nicht ein neues pinkes Schiffchen besorgt. Wie geil. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und das ist heile, weil meins ist ja hier vorne gebrochen. Und da war ich ja so traurig. Oh, wie geil ist das denn? Cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja der Wahnsinn. Was grinst du so? Wusstest du das etwa schon? So wie der Micha grinst, wusste der schon irgendwas. Ich wusste nicht. So, womit machen wir weiter? Den größten. Das. Das war sarkastisch. Das war Dings gemeint. Natürlich mit dem kleineren. Also das Ordnung muss sein. Dann gucken wir mal. Also Ordnung muss sein. Ja, da hat sie hingeschrieben, Ordnung muss sein. Das ist ja süß, dass du da überall das draufgeschrieben hast. Das finde ich echt knuffi. Das ist echt süß. So. Oder? Wie cool. Eine neue DMC-Liste. Ja, das ist ja cool. Da kann man das ja richtig gut dann rein, beziehungsweise draufkleben. Das ist ja cool. Und dann noch so schön mit Glitzer und Herzchen. Toll. Das werde ich direkt am Wochenende, werde ich das ausprobieren. Oder vielleicht sogar schon am Mittwoch. Mal gucken, je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Das ist ja cool. Ja, du weißt ja, dass ich sowas gesehen hatte, auch bei der lieben Heidi. Und ich war ja davon Feuer und Flamme. Oh, cool. Cool. Cool, cool, cool. So, was packen wir denn weiter aus? Ich schwinge gerade in Auspacklaune, das hier. So, damit du immer bunt durchs Leben läufst. Unsere schöne Sprüche da drauf. Ah. Pinkes Hütchen. Hä? Damit du immer pink, bunt durchs Leben läufst. Ein pinkes Hütchen? Ja. Also ich muss aber echt mal sagen, also irgendwas riecht hier ganz extrem. Muss ich gleich mal gucken. Also irgendwas, ich weiß nicht, ob du irgendwas einparfümiert hast oder sowas. So. Gucken wir mal. Wie cool. Weiß, glaube ich, was es ist. Es müsste eine Tasche sein, gell?
Cool, und ich sehe direkt schon ganz viel Pink. Ganz viel Pink. Was grinst du so? Ja. Ja. Ich werde gerade mal hier rausholen. Das müssen wir uns jetzt hier mal genauer angucken. Ja, und es ist eine Tasche. Ist die cool. Die ist ja süß. Die ist ja echt süß. Finde ich schön. Und wir haben Strasssteine. Und guckt euch mal das hier an. Das große Päckchen. Also es ist wirklich voller als alle anderen, finde ich sogar. Das ist pink. Oh, wie cool. Da bin ich echt Feuer und Flamme von. Also, muss ich echt sagen. Und die Katze ist auch noch so niedlich. Die muss ich direkt jetzt hier ganz ordentlich wieder einräumen, dass da nichts drankommt. Da kriege ich bestimmt jetzt wieder nicht da rein. Werde ich mit euch. Nee, kriege ich nicht rein. Dann mache ich es anders. Ich tue mir einfach die Steinchen da rein. In die Tasche. So. Dann kann da auch nichts verschüttet gehen. Wie cool. Echt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, wir haben jetzt noch drei Teile. Da sind auch wieder so Dinger dran. Aber wir machen erstmal das hier. Also, für Micha ist die Briefmarke. Juhu! Ja. Hier steht drauf, vielleicht findest du mehr Düfte als ich. Und das ist auch das, was so extrem riecht. Aber ich finde, das riecht gut. Also. Du hast die Probesachen mir geschickt. Wie cool. Ein Wachstester. Oh. Ah, das riecht aber echt gut. Also ich bin jetzt gerade echt, echt geflasht. Boah. Also das riecht so ähnlich wie so ein Deo von dir, Micha. Hä? Das hier. Cool. Das riecht echt alles so toll. Was haben wir denn hier jetzt noch? Da ist noch einer. Also ich habe jetzt eben schon einen Favoriten gehabt. Also ich fände den ganz gut, Micha, riech mal. Ja. Natürlich mein Deo. Kann man sich gar nicht entscheiden. Das riecht echt so toll. Ich finde den auch nicht schlecht. Oh, da ist noch mehr Wachs drin. Wachstester in Teddyform. Süß. Der riecht auch nicht schlecht. Was haben wir denn da noch? Oh ja. Duschgel haben wir hier noch. Duschgel von Scentsy ist das alles. Von Scentsy. Was haben wir hier? Körperspray Luna und Sprühreiniger. Ah, den Sprühreiniger hast du auch da drin. Cool. Und ein Prospekt. Oh, darunter geht es noch weiter. Es geht noch weiter. Oh, das ist Pomegranate Prosecco. Willst du mal riechen? Oh, geil.
Oh, das riecht auch gut. Das riecht auch gut. Oh, das ist aber echt hier. Deswegen waren die auch unten drunter versteckt. Ja. Also ist ja echt mal der Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da ist nämlich auch noch was. Badesalz. Aha. Ja, cool. Finde ich echt gut. Handcreme Hibiskus Pineapple. Oh, Leute. Wenn es ein Duft-Video geben würde, ich würde euch direkt riechen lassen. Oh, das riecht echt, echt gut. Willst du riechen? Ja, gib mal her. Das riecht echt gut, ne? Ja. Also, ne, ich hatte ja sowieso vorgehabt, jetzt demnächst mal bei Sensi zu bestellen. Und ich muss sagen, also da sind schon mal ein paar Sachen dabei, die mir echt gut gefallen. Muss ich wirklich sagen. Genau, hier haben wir auch von der Monika die Daten drauf. Und hier sind auch die ganzen Lampen drin. Dann kann ich euch mal gerade die Lampe zeigen, die ich mir nämlich holen möchte, beziehungsweise die wir uns holen möchten. Und zwar dieser Buddha. Weil da finde ich es nämlich sehr gut. Also als erstes passt es halt zu unserem Wohnzimmer. Und als zweites, da ist oben... Toll, hättest du mir auch mal sagen können, dass ich nicht mehr filme. Wenn du hast du ja gerade auf Dings gedrückt. Ja, jetzt habe ich gerade wieder gestartet. Also ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt gerade aufgehört hat. Leider. Ja. Oh, hier gibt es auch... Hier gibt es ja richtig coole Disney-Sachen. Und ein Mickey Maus. Sogar fürs Auto. Das ist ja cool. Ja, also wie gesagt, wir haben halt auch vor, uns da etwas auszusuchen. Und dann gucken wir einfach mal. Also jetzt gerade auch so für die Herbst-Winterzeit. Ich glaube, das ist dann richtig, richtig cool. Und ja. Da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, es riecht wirklich bombenmäßig. Ich finde, das riecht so toll. Wirklich. Also ich bin total, total geflasht von den Düften. Der Wahnsinn. Also Moni, wenn du mein Video hier sehen solltest und genau das jetzt mitbekommen hast, die Düfte sind wirklich toll. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch noch jetzt demnächst bei dir bestellen. Das habe ich schon mit Micha bequatscht. Mhm. Ja. Und genau, das ist einfach ein Muss. Das riecht so bombenmäßig. Also, holla die Waldfee. Also, Leute, Leute. Das duftet hier. So, wir haben jetzt noch zwei Sachen. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Bei den beiden Sachen sind auch wieder Schilder dran. Einmal müssen wir mal gucken, was du da jetzt ausgesucht hast für uns hier. So, guck ich mal hier. So, jetzt muss ich mal gerade mich hinstellen, mal gucken. Ah, okay, er nimmt weiter auf. Gut. Also, hier steht drauf, für die gewisse Würze. So, jetzt müsstet ihr es sehen können. Habe ich jetzt zu nah dran? Ja, Moment. Ja, Technik, die begeistert, sage ich nur. Also, wie gesagt, für die gewisse Würze. Dann gucken wir mal. Machen wir mal das erste auf. Und auch richtig süß verpackt. Total knuffi. Was ist denn da? Hey, es ist auf jeden Fall ein Glas. Da fällt mir gerade ein, ich wollte ja eigentlich noch Marmelade gekocht haben und die das
halt mitgeschickt haben. Das habe ich total vergessen. Aber ich habe auch noch keine Marmelade gekocht, also von daher ist das nicht so tragisch. Für die gewisse Würze. Hey, was ist das denn? Das ist das Gewürz à la Miracoli. Das heißt, wir können Tomatensauce selber machen. Und das Gewürz, das soll wohl, also da hatte sie mir von erzählt, das soll so dann schmecken wie Miracoli. Oh, da muss ich ja jetzt mal hier... Oh, krass. Oh, Micha, riech mal. Ich glaube, es gibt die Tage Tomatensuppe. Tomatensoße. Das riecht richtig gut. Ja, ich glaube, morgen gibt es Tomatensoße, Micha. Ja. Wie geil. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Liebes. Das ist ja der Wahnsinn. Dann auch noch so ein Riesenglas. So, jetzt gucken wir mal gerade hier das andere. Was haben wir denn da? Micha soll auch nicht leer ausgehen, darf aber gerne geteilt werden. Aha. Hier, Micha, bitteschön, darfst du machen. Komm hier. Du darfst weiter unboxen. Ich darf weiter unboxen. Mhm. Hallo. Da ist der Zettel. Guck. Ja, vielen Dank und hallo alle zusammen. So, dann packen wir mal aus, wa? So, wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. So. Okay, es ist irgendwas, was auslaufen könnte. Und es scheint alles heile geblieben zu sein. Komm her, Michael, wir müssen aufschneiden. Ja. Kriegt das schon hin. Guck, da nimmt man die Schere, macht Schnipp, Schnapp. Plastik ist ab. Oder auch nicht. Ich glaube, ich weiß aber, was es ist. Marmelade. Nein, ich weiß, was es ist. Pflaumenmus. Nein. Selbstgemachte Nutella. Nein. Ich weiß. Kokosnuss. Nein. Baufahn. Baufahn. Mhm. Baufahn. Da hat sie uns Baufahn abgefüllt. Cool. Na gut, dass du draufgeschrieben hast, weil sonst hätte ich wahrscheinlich statt mir auf das Brot geschmiert. In der Hoffnung, dass es Kokosnuss ist. Weißt du, diese Kokosnusscreme, die man auf Brot machen kann. Ja, cool. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, gell? Auf jeden Fall. Das Baufahren. Oh ja. Definitiv. Und wenn das gut ist, wenn das gut ist, dann holen wir das auch, gell? Also, ist heile angekommen. Ja. War gut verpackt. Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Sap. Ja. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Ja, das sind so viele tolle Sachen und ich lege die jetzt gerade noch mal ins Bild. Also ich bin ja echt so baff, damit habe ich gar nicht gerechnet. Gut, hierüber haben wir uns unterhalten und übers Baufahren hatten wir uns auch unterhalten. Davon weiß ja der Micha nichts. Über die Tasche habe ich mich mit der Sub auch unterhalten. Aha. 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 Alles andere weiß ich nicht mehr. Krass. Das ist echt krass. Das ist der Wahnsinn. Da machst du mir wirklich eine riesengroße Freude mit. Also das ist echt richtig schöne Sachen sind das. Ja. Achso, das ist ja, da sind die Perlen drin gewesen. Das sind keine Steine, das sind Perlen, Micha. Ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Das ist der Wahnsinn. Also,
Da bin ich ja froh, dass alles heile ankam und dass auch wirklich alles bei mir ankam. Und Ne? auch, dass die Briefmarke heile ankam. Ja, ich sammle immer Ja, Briefmarken. ja, Das ja. geht weiter. Ja. Und ich werde jetzt gleich nach dem Essen machen, mal die Handcreme ausprobieren. Genau. Aber jetzt gibt es erstmal das leckere Genau, es Essen. gibt gleich erstmal lecker Essen. Ja, wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Liebes. Da freue ich mich wirklich, ne? Ja, und genau, du bekommst jetzt gleich von mir noch eine Nachricht, das weißt du ja. Das Video kommt dann allerdings danach online, also im Laufe der Woche jetzt. Und genau, in diesem Sinne sage ich winke, winke, bis zum nächsten Mal. Und sapp, mein Schatz, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.